Schön, dass Sie auch am Sonntag wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zur Hessenschau. Das Wetter ist weiterhin ungemütlich und es bewegt sich auch wieder einiges in Hessen. Ein Kleingartenverein stimmt über sein Ende ab. Schweres Erbe, seit 95 Jahren. Die Anlage befindet sich auf einer ehemaligen Müllhalde. Und wer wird die beste Schüler-Bigband? Junge Jazzmusiker zeigen bei uns im Sendesaal ihr Können und wollen sich mit Deutschlands Besten in Hamburg messen. Und Menschen in Nidderau-Eichen fragen sich, wie lange schwebt da eigentlich noch die Bahn übers Wasser und ertrinkt nicht bald? Es ist wirklich eine Seenlandschaft teilweise in Hessen. Bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter sind gefallen in den letzten 24 Stunden. Unser Meteorologe Tim Steger, den haben wir gleich live hier im Studio, sagt, ja, es ist ein nasser Januar, es ist der wärmste seit der Wetteraufzeichnung. Aber wir schauen erstmal auf Hessens Wasserwelt. Hessen im Dauerregen. Viele Regionen melden Hochstände, unterbrochene Feldwege, riesige Seen und viele Brücken sind bis zum Hals im Wasser. Wie hier in Nidderau reichen die Wasserstände bis nah an die Häuser. Auch eine Bahnlinie in der Nähe ist vom Wasser komplett umgeben. Noch reicht die Höhe des Schienendamms. Es gibt Wiesen und Felder, da steht das Wasser schon 3 Meter hoch. Zwischen den Jahren war es so, Weihnachten rum war, dass es nahezu fast gleich hoch war. Dann ist es wirklich innerhalb von 2 Tagen komplett abgeflossen, sodass wir wieder auch durchgehen konnten. Und jetzt ist so, seit 2 Tagen konnte man tatsächlich minütlich zugucken, dass das Wasser gestiegen ist. Der Regen unterspült auch Erdmassen und löst etwa am Tunnel Frankenhain auf der A49 einen Erdrutsch aus. Die Autobahn musste gesperrt werden. Zwischen Neuental und Schwalmstadt in Richtung Gießen ist eine Umleitung eingerichtet, wegen weiterer Erdrutschgefahr. Der Tunnel bleibt bis Montagabend unpassierbar. In Solms-Oberbiel in Mittelhessen sind 2 Wohnhäuser und eine Pizzeria einsturzgefährdet. Durch die nasse Erde hatten sich von oben Felsen gelöst. In der Pizzeria waren Gäste, sie blieben unverletzt. Laut Feuerwehr sind die Häuser wohl erstmal nicht bewohnbar. In dem Haus haben sich noch Anwohner befunden, in dem Restaurant auch noch Gäste. Wir haben selbstverständlich halt eben beide Gebäude sofort evakuiert und jetzt hier erste Sicherungsmaßnahmen eingeleitet. Ob die Häuser noch sanierbar sind, werde in den nächsten Tagen von Fachleuten geprüft. Es gibt über 40 Meldestellen in Hessen. Viele Meldestufen sind bereits erreicht. Voraussichtlich noch heute wird an der Eder, an der Fulda und an der Kinzig die Warnstufe 2 erreicht. Grundstücke und Keller werden also überflutet. Auf der Lahn könnte Warnstufe 3 drohen, also in Marburg, Gießen und Leun. Das bedeutet, Ortschaften werden vom Wasser eingeschlossen. Bundesweit hat Hessen aktuell die meisten Hochwassermeldungen. Bei diesem Hochwasser lässt sich aber schon sagen, es ist ungefähr ein 1- bis 5-jährliches Hochwasser. Eigentlich ein normales Winterhochwasser, was aber natürlich für die Menschen, die es betrifft, immer etwas Besonderes ist. Ja, wenn man seinen Keller leer räumen muss, ist es natürlich nicht normal. Sowohl in Bad Hersfeld als auch in Schmidt-Lotheim an der Eder kamen mit die größten Regenmengen Hessens vom Himmel. Im Norden wie im Süden waren überall kleine Seenplatten zu sehen. Manche Spaziergänger nehmen es hier wie da auch mit Humor. Also beunruhigend, nein, würde ich nicht sagen. Es ist eher ein schöner Ausblick. Wenn ich oben aus dem Haus rausschaue, denke ich, naja, so für 2-3 Monate im Jahr wohne ich mal am See. Eigentlich wäre es jetzt die richtige Zeit zu verkaufen. Haus am See. Trotz hoher Pegelstände noch fährt die Bahn über das Wasser. Wie lange das noch klappt, entscheidet sich frühestens heute Nacht. Ja, die Nachbarn nehmen es teilweise mit Humor, aber viele fragen sich, wie es weitergeht. Und das fragen wir natürlich unseren HR-Meteorologen Tim Steger. Schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo. Schön, Christine. Ist da Entspannung in Sicht? Ja, also wir sind quasi auf dem Höhepunkt. Viele Scheitelwellen sind jetzt quasi schon durchgelaufen, vor allem an den Oberläufen, an Kinzig und Nidder und Nidda. Da wird erwartet, dass die Meldestufe 2 vielleicht knapp verfehlt wird. Also es kommt nicht ganz so schlimm, wie vielleicht heute Mittag noch angenommen. Schwerpunkt aktuell ist noch die Lahn, vor allem der Unterlauf der Lahn bei Gießen und bei Limburg, auch Leun. Da sind Meldestufe 2 überschritten. Bedeutet Meldestufe 1, der Fluss ist voll. Meldestufe 2, ufernahe Gebiete werden überschwemmt. Und Meldestufe 3, würde schon bedeuten, dass auch Ortschaften in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.
Das könnte in Leuen ganz knapp gerade drunter laufen. Ansonsten werden wohl in Hessen dann keine Meldestufen 3 mehr überschritten werden und sich die Situation jetzt im Laufe der Nacht auch langsam entspannen. Ja, da sind ja viele erleichtert. Wir haben ja schon so Erfahrungen hier in Hessen, in Büdingen, da wo die Altstadt unter Wasser stand und. Wie schwer schätzt du die Hochwassersituation im Moment in Hessen ein insgesamt? Ja, es wurde ja im Beitrag schon erwähnt, 1- bis 5-jährig. Also das ist ein Hochwasser, das jetzt nicht super extrem ist, aber natürlich dann auch nicht alle Jahre so vorkommt. Es war natürlich jetzt von der Witterung sehr feucht, der Januar bisher schon ungewöhnlich feucht. Jetzt haben wir quasi schon den gesamten Januarregen in Hessen weit schon durch und ab jetzt wird es ein feuchter Monat. Dazu war es halt eben sehr mild, kein Schnee, der quasi gebunden ist. Das Wasser ist halt eben jetzt auch schnell in die Flüsse reingegangen. Das heißt, es ist ein ungewöhnliches Hochwasser, das aber alle paar Jahre schon auch mal auftreten kann. Du hast gesagt, kein Schnee. Darunter leiden natürlich so Orte wie Willingen oder auch in der Rhön. Da wird gerne Ski gefahren. Gibt es da noch mal Aussichten darauf, dass es da doch noch mal Schnee gibt? Ja, in der Tat. Also jetzt nach dem Regen dreht die Strömung auf Nordwest. In der neuen Woche wird es kälter. Es kommt jetzt auch noch mal ein paar Niederschläge rein. In der Nacht auch auf Montag. Vor allem Westerwald und auch Uppland. Aber die Schneefallgrenze sinkt ab. Und das heißt, dass da oben dann auch Neuschnee fällt. Da wird es tatsächlich weiß. Wir erwarten dann so 10 bis 15 Zentimeter immerhin Neuschnee da im Uppland. Auch Rhön, Vogelsberg, Taunus. Nicht zum Skifahren wahrscheinlich. Reicht nicht ganz zum Skifahren, aber es wird auf jeden Fall winterlich. Das Ambiente wird auf jeden Fall deutlich winterlicher, zumindest mal oberhalb von 500 Metern. Über diesen Januar müssen wir noch mal reden. Das ist einer der Rekorde, ja? Ganz richtig. Also zumindest, was die Temperaturen geht, sehr ungewöhnlich. Bisher liegen ungefähr 8 Grad über dem langjährigen Mittel. Der bisher mildeste Januar 2007 lag 5 Grad drüber. Jetzt ist zwar noch der halbe Januar, steht noch aus, es wird kälter, aber es wird auf jeden Fall ein rekordverdächtiger Januar. Und das ist tatsächlich auch ein Grund, warum das Hochwasser so durchschlagen konnte. Es hat eben keinen Schnee gegeben, der oben dann liegen bleibt erstmal. Die Böen sind gesättigt, das Wasser läuft direkt in die Flüsse rein. Und deswegen war das jetzt eben auch diese Hochwassersituation, die dadurch auch mit verursacht wurde. Ja, danke schön erstmal für die Einordnung. Wir alle sind ja so sensibel geworden bei diesem Wetter im Zusammenhang mit dem Klima. Danke, Tim. Gerne doch. Ja, und wir haben auch eine besondere Zeit, die anbricht, nämlich die Fastnachtszeit, die Zeit der Karnevalisten. Und jetzt unser Nachrichtenüberblick. Wir starten mit einem närrischen Doppelwopper aus Osthessen. Er wird in jedem Jahr mit großer Vorfreude erwartet. Der Ball der Stadt Fulda gestern Abend in der barocken Orangerie. Die Fuldaer Karnevalsgesellschaft hatte dazu eingeladen. Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld gab den Schlüssel des Stadtschlosses an den närrischen Regenten ab. Und nach dem Tanz des Prinzenmariechens war die Tanzfläche eröffnet. Rund 1000 Gäste feierten eine rauschende Ballnacht bis in die frühen Morgenstunden. Heute folgte dann Teil 2 des närrischen Treibens in Fulda. Bei der traditionellen Generalmobilmachung zogen wieder hunderte Karnevalisten quer durch die Innenstadt. Es ist eine Art Mini-Rosenmontagsumzug und schon ein kleiner Vorgeschmack auf Hessens größten Rosenmontagszug im Februar. Lützelbach im Odenwald hat einen neuen Bürgermeister. Es ist Tassilo Schindler von der überparteilichen Wählergemeinschaft. Er wurde mit 93,7% der Stimmen gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,5%. Schindler war der einzige Kandidat, nachdem der derzeitige Rathauschef nicht noch einmal angetreten war. Erdöl im Ried, damals und heute, heißt die neue Ausstellung des Heimatmuseums Krummstadt und des Unternehmens Rheinpetroleum. Das Museum dokumentiert die Geschichte der Erdölförderung von 1951 bis 1994 mit Ausstellungsstücken, Bildern und Anekdoten. Anstoß zur gemeinsamen Ausstellung waren die im vergangenen Jahr angekündigten Probebohrungen der Rheinpetroleum bei Goddelau. In der Ausstellung informiert das Unternehmen auch über seine Arbeit heute. Ja, und jetzt sind wir immer noch bei den Karnevalisten hier in der Hessenschau. Wir wollen aber dorthin, zur alten Müllhalde in Kassel. Das ist ein Bild vor 95 Jahren aufgenommen, 1928. Ein Kleingartenverein, der legte dort Anlagen an, also pflanzte Apfelbäume. Kinder spielten dort, jahrzehntelang Gemüse wurde angebaut, obwohl der Boden vergiftet war. Dann änderten sich aber Bewusstsein und auch die Richtwerte für den Boden. Und 1988, vor 35 Jahren, hat zum ersten Mal die Hessenschau über dieses Problem berichtet. Der Boden war unter anderem mit Blei vergiftet. Und erst jetzt entscheidet der Kleingartenverein, ob er sich auflöst oder nicht.
Dieser Tag wird nicht leicht für Michael Zaun aus Kassel. Schon als Kind hat er hier im Garten seiner Eltern gespielt. Heute ist er Vorsitzender des Kleingartenvereins Fackelteich. Höhen und Tiefen haben sie erlebt, alle Probleme gemeistert, sagt er. Doch gegen die Sache mit dem Müll kommen sie nicht mehr an. Heute soll das Schicksal des Vereins besiegelt werden. Es ist der traurigste Tag und die traurigste eigentlich Versammlung, die ich hier leiten muss. Es ist einfach nicht mehr zuzumuten für die Mitglieder, noch länger zu warten, um eine Lösung zu finden. Lösungen für die Kleingartenidylle mit fast 400 Parzellen auf brisantem Boden. Bis 1932 wurde das Gelände mit Müll zugekippt, danach mit Lehm und Mutterboden abgedeckt und Schrebergärten darauf errichtet. Doch im Zweiten Weltkrieg zerstörten Bomben die Schutzschicht. Seitdem gelangen Schwermetalle wie Kupfer, Zink und vor allem Blei an die Oberfläche. 2016 wird das schwer belastete Areal als Altlast eingestuft. Das macht mir schon Angst und deswegen drängen wir so schnell wie möglich, das Gelände zu sanieren, um auch die Mitglieder hier zu behalten und auch neue Mitglieder wieder zu finden. Doch alle Rettungsversuche mit der Stadt scheiterten. Zu teuer, zu aufwendig. Zuletzt sollte der Verein in einen anderen Stadtteil umziehen, aber geteilte Flächen, zu hohe Kosten und ungeklärte Zuständigkeiten seien für die Vereinsmitglieder nicht tragbar. Die haben alle die Schnauze auf voll. Wir haben jetzt 7 Jahre hier gebraucht mit Lösungsvorschlägen und Kram und sind praktisch genauso wieder am Anfang wie vor 7 Jahren. Wir sind keinen Schritt weitergekommen. Nun will der Vorstand die Reißleine ziehen und die Mitglieder über die Auflösung des Vereins abstimmen lassen. Viele kennen sich seit Generationen, haben im Vereinsheim gefeiert und gelacht. Auch heute stehen sie zusammen. Wer ist dafür, dass mit dem Weg gehen, hier zuzumachen ohne Ersatzfläche? Einstimmig, das Ende ist besiegelt. Das Land als Eigentümer der Fläche und die Stadt unterstützen den Beschluss, wollen den Kleingärtnern Entschädigungen zahlen. Lieber ein Ende, auch wenn es manchmal mit Schrecken ist, weil es natürlich dann keine Perspektive für den Verein gibt, als ein Schrecken ohne Ende und dann doktert das weiter. Einen Plan zu haben und vorher wusste man nicht, was passiert. Ich denke, das steht hier im Vordergrund. Jetzt wissen wir endlich mal, wo es weitergeht und auch mal einen Abschluss findet. Ich mache das Jahr noch durch, das Sommerfest noch bis Ende des Jahres raus, raufruppen wir das noch und dann gucke ich was anderes und nehme die einfach mit. Was aus dem 18 Hektar großen Gelände in Kassel werden soll, ist noch völlig offen. Schade, dass das hier jetzt zum Ende zugeht. Das wollte keiner so, aber wir sind jetzt so weit, dass wir auch eine vernünftige Lösung für alle gefunden haben. Auch wenn die Tradition hier fast 100 Jahre zurückreicht, nach den jahrelangen erfolglosen Bemühungen sind sie eher erleichtert als am Boden zerstört. Tja, eine Tradition vorbei und wir berichten jetzt über einen Traum in unserer Rubrik weitergedreht. Der wäre fast geplatzt, der Traum über die Vision eines alten Industriegeländes. Aber dieser Mann, der gibt nicht so schnell auf. Ein Stück Industriekultur mitten in Kassel. Klaus Pauksch hat den Schlüssel und als gelernter Maschinenschlosser ein Faible für die alte Fabrikhalle. Ich würde auch gerne hier drin wohnen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das einfach, ja, ich finde es so großstädtisch und ich glaube, sowas in dieser Art, wie es jetzt hier ist, gibt es in ganz Kassel nicht. Ja, und so ist es dazu gekommen, dass ich mich total verliebt habe in die Halle hier und dass es wirklich eine Herzenssache auch geworden ist. Der Möbelhändler kann die Halle zurzeit nur als Ausstellungsfläche nutzen. Dabei hatte der 67-Jährige mehr vor, viel mehr. Also ich möchte das ja auch, dass das hier auch kulturell genutzt wird. Ne? Also nicht nur irgendwie kommerziell oder für irgendwelche privaten Feiern, sondern auch tatsächlich für kulturelle Veranstaltungen. Ja. So ist es eigentlich gedacht für diese ganze Zeile, die eigentlich hier mal zu vermarkten war. 2020 treffen wir den Unternehmer zum ersten Mal. Da stehen die Hallen seit 2 Jahren leer. Klaus Pauksch hatte sich die Vermarktungsrechte gesichert und schon Interessenten an der Hand. Gastronomen, kulturschaffende Künstler. Das Industriedenkmal, erbaut vor über 70 Jahren von der Firma AEG, müsste man nur wachküssen, glaubt er damals. Industrie war hier lange genug.
Ich finde, jetzt muss hier Leben einkehren und das versuche ich zu realisieren. Das hat nur zum Teil geklappt, stellt Klaus Pauksch heute etwas ernüchtert fest. Die Industrie ist zurück, viele Hallen werden heute als Lager genutzt. Die Corona-Pandemie macht seinen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Es ging wirklich im Endeffekt nur für die Gastronomen in dem Moment ums Überleben. Die haben sich natürlich hier alles sehr gut vorstellen können durch die Pandemie. Es wusste keiner, was kommt auf mich zu. Die hatten alle andere Probleme, was ich auch verstehen kann. Also macht der 67-Jährige auf eigene Faust weiter und mietet sich selbst in einer der Hallen ein. Bis hier aber Konzerte, Events oder Feiern stattfinden können, sprich die Halle für den Publikumsverkehr freigegeben werden kann, müssen noch ein paar Behördenauflagen erfüllt sein. Ein Blitzschutz muss zum Beispiel her. Tatsächlich wird der Gebäudekomplex 1953 als AEG-Hochspannungsinstitut eröffnet, wichtig für die Energieversorgung der Nachkriegsjahre. In den 80ern arbeiten über 2000 Menschen hier in Kassel und fertigen neben Generatoren auch Kühlschränke. Nach stetem Stellenabbau ist 2001 dann endgültig Schluss. Die noch rund 400 Angestellten demonstrieren vergeblich. Klaus Pauksch ist noch nicht am Ende. Trotz Rückschlägen hält er an seiner Vision fest, dass irgendwann, zumindest in seinem Teil der Fabrikhalle, Platz ist für Kunst, Kultur und Kommerz. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, ne? Ja, und deswegen, wenn ich hier miesepetrig rumlaufen würde und denken würde, das schaffst du sowieso nicht. Also bis jetzt habe ich immer alles geschafft in meinem Leben und das schaffe ich auch mal. Fertig. Noch stehen rund 5000 Euro monatliche Kosten keinen nennenswerten Einnahmen gegenüber. Im Frühjahr aber soll es losgehen. Dann sollen endlich alle die Industrieromantik spüren können, die den 67-Jährigen von Anfang an hier festgehalten hat. Ja, jeder möchte seinen Traum legen auf David und die anderen Schülerinnen und Schüler, die bei uns im HR-Sendesaal Jazz zum Besten gegeben haben vor hochrangigen Persönlichkeiten der Musikszene und Daumen hoch gemacht haben für diejenigen, die Hessens beste Jazzband sind und antreten dürfen gegen andere aus ganz Deutschland. Da steigt der Puls. Die Aufregung steigt. Hinter der Bühne werden noch ein letztes Mal die Instrumente gestimmt, bevor David gemeinsam mit seinen Big Band-Kollegen der Elli-Heuss-Schule aus Wiesbaden auf die Bühne geht. Beim Big Band-Wettbewerb Hessen Jazz. Ich habe dann auch schnell den Jazz für mich entdeckt, schon als kleines Kind irgendwo dann Platten gehört. Fand es mega schön und bin dann 2014 zur Klarinette erstmal gekommen. Und dann bin ich auf Saxophon übergestiegen, weil ich einfach das beste Jazz-Instrument einfach finde. Meistens Altsaxophon wie Charlie Parker. Und dann spiele ich jetzt seit 2016 das Altsaxophon und bin vor einem Jahr zur Big Band gekommen. Vor der Bühne ist der Saal mittlerweile gefüllt. Die HR Big Band und der Landesmusikrat Hessen haben ihre beiden Big Band-Wettbewerbe für junge Jazzmusiker aus Hessen zusammengelegt. Vielleicht ist Gewinnen auch gar nicht das Allerwichtigste. Vielleicht ist es einfach wichtig, sich gemeinsam auf etwas vorzubereiten, eine Gemeinschaft zu sein. Und dann geht es endlich los. Jede Band spielt 15 bis 20 Minuten. Nach dem Auftritt ist David erleichtert. Sehr zufrieden. Also ich hatte es mir sogar schlimmer vorgestellt, jetzt auf der Bühne zu stehen. Ich bin sehr, sehr zufrieden von der ganzen Band. Wir haben es super gemacht. Und auch von den Solisten. Die haben wirklich echt, trotz der ganzen Aufregung, ich saß ja an der Seite mit denen auch und habe dann auch mit denen geredet. Und die waren alle so aufgeregt und so, ja, kommt runter, Leute. Und das war für das, was jetzt an Aufregung da war, echt eine sehr schöne Sache. Die Jury, bestehend aus einem Professor der Musikhochschule, einem Journalisten, dem Vertreter des Landesmusikrates und dem Orchestermanager der HR Big Band, hört ganz genau hin. Wir haben natürlich verschiedene Kriterien, Bewertungsfelder uns vorher überlegt, das ist völlig klar. Da geht es natürlich um Zusammenspiel, um Intonation, um solistische Beiträge, um auch wie man sich präsentiert, also so einige natürlich. Die Gewinnerband wird das Land Hessen im Bundeswettbewerb in Hamburg vertreten. Die Teilnehmer aus Wiesbaden, Rüsselsheim und Eiterfeld möchten natürlich alle in die Hansestadt fahren, aber auch den heiß begehrten Preis mit nach Hause nehmen. Einen zweitägigen Workshop mit der HR Big Band und zwei Studiotage. Wir würden uns unglaublich drauf freuen. Auch das letzte Mal hat ja auch die IKS gewonnen. Leider konnte es nicht stattfinden aufgrund von Corona. Also wäre es natürlich unglaublich, wenn wir gewinnen würden. Dabei sein ist alles. Wir würden uns sehr drüber freuen und sind auch alle motiviert und hoffen natürlich, dass das Beste dabei rumkommt. Und dann verkündet die Jury ihre Entscheidung. Davids Band erreicht den dritten Platz.
Den Wettbewerb gewinnen die IKS Wing Kids aus Rüsselsheim. Es fühlt sich so mega an. Wir sind alle so, so happy. Wir können es nicht glauben, oder? Wir sind so sprachlos. Es war so eine tolle Erfahrung und wir freuen uns auf Hamburg. Der Bundesentscheid von Jugend Jazz findet Mitte Mai dieses Jahres in Hamburg statt. Dem Ruhepuls von Eintracht-Fans. Es ist auch bald vorbei. Am kommenden Wochenende startet die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Janine, wie bereit sind denn die Eintracht-Profis? Ja, sowas von bereit, das kann man definitiv sagen, denn das Team ist zurück aus dem Trainingslager in Dubai. 10 Tage lang wurde ja durchgepowert und auch ein bisschen geträumt von einem 2023, das möglicherweise einfach noch besser läuft als das schon extrem erfolgreiche letzte Jahr. Und man muss sagen, unter der Sonne Dubais ist die Mannschaft noch weiter gereift. Sie sind voll dabei in Dubai. Weihnachtsgans und Schokolade? Niemand hat hier nur ein Gramm Fett zu viel ins Trainingslager gebracht. Wir haben alle ein gutes Heimprogramm bekommen und haben schon am Anfang gesehen, dass sie jetzt von der physischen Seite sehr, sehr fleißig waren und in einem guten Zustand sind. Dubai, Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 3,3 Millionen Einwohner, gefühlt nur einen Kurzpass vom WM-Emirat Katar entfernt. Apropos WM, diese Beine gehören Mario Götze, sind dort zum Glück unverletzt geblieben. Und bleibenden Schaden hat das frühe WM aus bei ihm auch nicht hinterlassen. Für mich ist das Thema auch schon abgehakt. Ich bin jetzt hier bei Frankfurt, es geht direkt weiter. Und klar ist man verärgert in dem Moment, vielleicht auch noch nach dem Ausscheiden, aber es kam dann sehr schnell der Urlaub danach mit meiner Familie, plus jetzt eben Ankunft Frankfurt und auch Trainingslager. Und dann fokussiert man sich auf die neuen Aufgaben. Bei allem vergossenen Schweiß, der Spaßfaktor unter Palmen, wichtig für den immer noch Neufrankfurter. Das hat jetzt sehr, sehr gut funktioniert für mich. Also ich fühle mich super wohl in der Stadt, in der Mannschaft, im Verein, mit den Fans. Alles, was hier so wächst, das ist echt sehr, sehr positiv. Und noch eine Erkenntnis aus dem Trainingslager in Dubai. Wertschätzung wird groß geschrieben. Wichtig vor allen Dingen für einen so umlagerten Spielertypen wie Mario Götze. Ja, Mario ist ein außergewöhnlicher Fußballer und man muss ehrlicherweise sagen, dass er uns auf ein anderes Level gehoben hat. Er ist mit seiner Erfahrung, mit seinen Fähigkeiten hat er einfach uns eine andere Note gegeben in unserem Spiel und hat einen sehr, sehr großen Anteil daran. Ja, bravo Anska, bravo Anska. Team Spirit, Fitness und Selbstbewusstsein sind noch weiter gewachsen für die ziemlich großen anstehenden Ziele. Ja, war ein tolles Jahr 2022 und ja, wir wollen jetzt nicht nur weitermachen, sondern wir wollen noch weiter einen draufpacken. Ja. Wir wollen uns weiter verbessern, individuell, als Mannschaft. Bye bye Dubai und hallo Rückrunde. Sowas von. Wir sind gespannt auf die Eintracht in 2023. Die Bewerbung für das Tor des Monats kommt allerdings schon mal ganz klar von ihm hier, nämlich von Tymon Hoppel vom SVW in Wiesbaden. Wien ist ja schon gestern in die Rückrunde gestartet und dabei ist die Mission Aufstieg in die zweite Liga wieder richtig in Fahrt gekommen. Tymon Hoppel hat nämlich mit diesem absoluten Traumtor zum 1:0 über Elversberg die Ambition ganz klar untermauert. Damit steht der SVW in Wiesbaden auf Platz 2 in der dritten Liga und darf weiter vom Aufstieg träumen. Ja, und in Wiesbaden ging die Party praktisch heute einfach nochmal weiter. Nämlich Bobpilotin Kim Kalicki vom TuS Eintracht Wiesbaden. Die hat zusammen mit Anschieberin Leonie Fiebig mit Vollgas aufs Weltcup-Podest gerast. In Altenberg kamen die beiden am Ende auf Platz 2 und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Ja, und mit dem hessischen Kapitän Johannes Goller, Kai Heffner von der MT Melsung und natürlich dem gebürtigen Bensheimer Jannik Kohlbacher stehen gleich 3 Hessen im deutschen Kader bei der Handball-WM. Und gerade eben ist das zweite Vorrundenspiel gegen Serbien zu Ende gegangen. Meine Güte, was ein Puls. Die deutsche Mannschaft in den schwarzen Trikots, die konnte sich in einer wirklich aufreibenden Partie mit einem Tor Vorsprung, mit 34:33 eben durchsetzen. Der Einzug in die Hauptrunde ist damit definitiv perfekt. Und nächster Gegner ist dann am Dienstag Algerien. So, und das war's vom Sport. Und jetzt macht Christine weiter.
Ja, danke schön, Janine. Unsere Woche, die geht zu Ende und es ist wieder Zeit für Schön Blöd, unseren satirischen Wochenrückblick. Der hatte ja Winterpause und jetzt in der ersten Woche nach den Schulferien ist auch wieder einiges passiert. Wasserstoffzüge, die einfach nicht loskommen wollen. Die A7 voll gesperrt und dann noch das Unwort des Jahres. Alles Stoff für Schön Blöd, satirisch, spitzzüngig und voller Energie zurück. Herzlich willkommen, Schön Blöd ist zurück. Jetzt gilt wieder Zucht und Ordnung. Danke, und schon sind wir bei den Menschen, die für eine Klimawende sind oder wie manche Politiker sie nennen. Klimaterroristen. Ja, die linksversifften Zecken, die einfach in einer lebenswerten Umwelt leben wollen, haben nun sogar noch die Ehre bekommen, das Unwort des Jahres zu bekleiden. Ja, sie kleben sich überall fest oder hängen sich zum Schutz des Waldes in irgendwelche Bäume, die am Ende doch abgeholzt werden. Das trifft schon so ganz gut zu. Ja, die Polizei muss sogar eingreifen und damit die Institution, für die ohne Umschweife gilt. Der Rechtsstaat handelt. Ja, und zwar zum Schutz von uns allen. Dieser junge Herr hat sich den Beamten widersetzt. Und weil man seit Bud Spencer ja weiß, wie krass so eine Ein-Mann-Armee sein kann, haben sie ihn lieber mal zu viert fixiert. Und das Sprichwort sagt, wer am Boden liegt, den tritt man nicht. Aber von Schlagen spricht da ja auch keiner. Und deshalb gibt's halt noch mal einen auf die Glocke. Natürlich gibt's jetzt wieder Menschen, die behaupten, das sei ein Fehlverhalten der Polizei gewesen. Aber hey, das sieht die Polizei anders. Die elende Diskussion in der Öffentlichkeit über Fehlverhalten muss aufhören. Da hat die Polizei natürlich recht, aber vielleicht sollten sie dann auch mal alles dafür tun. Zum Beispiel sich nicht von der eigenen Überwachungskamera filmen lassen. Dann gibt's nämlich ein Beweismittel. Entschuldigung. Das ist ein ärgerlicher Vorgang. Ja, darum hat man sich auch gedacht, es wäre besser, das Überwachungsvideo zu löschen. Das allerdings hat auch nicht ganz geklappt, denn der Kollege, der dafür jetzt in diesem Fall zuständig war, hat zu spät begonnen. Ja, oder noch schöner ausgedrückt. Der Rechtsstaat handelt. Kommen wir mal lieber wieder schnell zurück zu den Klimaterroristen. Meine Herren, haben diese Woche die eine Unterstützung von unerwarteter Seite bekommen. Die ahnungslose Jugend klebt sich seit Monaten mit so kleinen Sekundenkleberfläschchen fest. Und damit konnten sie bisher auch mal eine Autobahn für eine Stunde blockieren. Aber selbst die Großindustrie hat dann gemerkt, das bringt doch alles nichts. Und den Aktivisten mal richtig unter die Arme gegriffen. Denn wer eine Autobahn tagelang sperren will, der nimmt keinen Kleber, sondern Sie müssen sich das vorstellen wie Kokosfett. Genau, und das ist nicht nur umweltverträglicher und billiger als Kleber, sondern funktioniert auch viel besser, wie wir diese Woche auf der A7 gelernt haben. Einmal versprüht, hat man tagelang Erfolg damit. Und man muss auch keinen Menschen zum Festkleben finden oder, wie man es schöner ausdrücken kann, wir brauchen nicht die Bürgerinnen und Bürger als Versuchskaninchen auf der Strecke. Dass mittlerweile auch die Großindustrie gelernt hat, dass es ohne Klimaproteste nicht geht und sie mit ihren Mitteln hilft, unsere Umwelt zu schützen, das finden wir schön und können uns vorstellen, dass beide noch viel voneinander lernen können. Allerdings konkreter können wir an der Stelle leider wirklich nicht mehr. So, Schön Blöd kommt nächste Woche wieder, denn woanders ist ja auch nicht anders. Und Schluss mit lustig. Schade eigentlich, aber es ist ja bald wieder Sonntag in der Woche. Ja, und morgen begrüßt Sie hier Daniel Johe und Claudia Schick. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.